Laufe! Hilfe! Nein, warte! Ja. Was machst du denn? Komm rein! Ich hab mich hochgebaut, damit ich hier reinkomme. Ah. Geh ins Loch! Wo ist Nein. das Loch? Hier! Shut up, John. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier zu einem ganz neuen Minecraft-Projekt auf meinem Kanal und auf dem Kanal vom Lovely Potato. Wir spielen hier bei Bloody Cave mit und sind schon ganz aufgeregt, was wir hier so erreichen können in der Zeit. Und das Konzept werden wir euch jetzt gleich im Laufe unserer ersten Spielerlebnisse hier erklären, damit ihr auch wisst, worum es genau geht. So, die ganzen Sachen-Infos findet ihr auch in der Beschreibung. Also, ich werde da auch so ein bisschen reinschreiben, worum es geht. Dann könnt ihr da auch nochmal reingucken, wenn ihr das jetzt nicht genau versteht, wenn wir es euch erklären. Und, könnte haperig werden. Was? Könnte ein bisschen holprig werden bei unseren Erklärungskünsten. Ja, richtig, du hast es erfasst. Ich mache mal ein bisschen den Sound leiser, weil gerade sind mir die Ohren weggeflogen, als du die Kiste geöffnet hast. Sehr schön, ne? Wir sind übrigens Team Gelb. Wir sind Team Gelb, genau. Genau, wir haben insgesamt... Könnt ihr auch mal in der Beschreibung gucken, da sind alle Teams drin aufgelistet. Und wir sind hier in einer riesengroßen unterirdischen Höhle. Oder das, wie gesagt, das ist halt ein unterirdisches System. Und um uns herum ist eine riesengroße Wand. Und die kommt uns halt immer näher. Also das ist wie ein Käfig und der wird halt immer kleiner. Und wir werden immer näher aneinander geengt. Und irgendwann müssen wir uns auch mit den anderen treffen und dann eben kämpfen. Und ja, das Team, was als letztes überlebt, hat dann eben gewonnen. Und ich würde sagen, wir legen los, ne? Wir gehen runter. Ab ins Loch. Ab ins Loch. Oh Gott, wie das klingt. Das feuchte Loch. Oh, was? Was? Oh, was? Hier was? Ist überall Erde über uns. Hey, hier sind warum? Steine über uns. Warum? Wieso? Warte, ich gehe wieder ins Loch. Digga, wir kommen was ja nicht raus. Was ist das Loch, Alter? Will ich jetzt trinken? Hier. Ah! Was? Wieso? Wir haben die Kiste vergessen. Aber wieso ist hier überall Dings? Wo geht's denn hier raus? Hä, wir kommen hier nicht. Toll, wir haben den besten Spawn erwischt. Du wolltest, weil du Team Gelb haben wolltest. Oh Mann, ja, warte mal, da müssen wir irgendwo. Warte, ich mach das. Ja, aber hier ist nirgendwo. Man kann hier nirgendwo. Hier ist überall Stein. Really? Also hier ist nirgendwo was, wo man hingehen könnte. Warte, geh mal kurz weg da. Da hinten, glaube ich. Da hinten sieht so aus, als könnte man lang, oder? Warte, aber über uns ist überall Stein. Ja, das ist. Wir nehmen uns auch schon die Wand. Was machen wir denn jetzt? Scheiße! Warte, ich weiß, wie wir das machen. Warte. Alter, jetzt komm ich lieber raus. Ich ersaufe. Nein, warte. Hilfe! Nein, warte! Ja. Was machst du denn? Komm rein! Ich hab mich hochgebaut, damit ich hier reinkomme. Ah. Geh ins Loch! Wo ist Nein. das Loch? Hier! Oh. Junge! Ja, Alter, was machst du denn? Ich wollte mich hochbauen und da oben, wo der Baum ist, rausbauen. Ist es ernsthaft so, dass wir jetzt hier nicht mehr wegkommen? Warum? Nur weil wir Team Geld wollten. Glück? Wieso siehst du das Loch eigentlich nicht? Weiß ich auch nicht. Aber okay, das erklärt schon einiges über dich. Können wir nicht die anderen Gläser hier noch wegmachen? Dann haben wir noch ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Ja, mach mal die ganzen Gläser weg. Ja, vielleicht hilft uns das ja ein bisschen irgendwie. So, ich werde mal da oben versuchen, mich bei dem Baum durchzubauen. Ja. Aber what the fuck, was ist denn das? Warum ist das so? Vielleicht weil du gerade das Wasserdings ausgekippt hast, kann das sein? Dass du alles volllaufen lassen hast? Ja, klar, genau. Und deswegen ist überall Stein. Ja. Keine Ahnung. Boah, ich hab mich gerade übel erschrocken. Ich dachte, wir saufen erstmal. Hier ist ein Baum. Warte, hier können wir. Hier können wir wahrscheinlich lang. Dann lass mal erstmal den Baum ab. Ja, da kannst du dich drum kümmern. Ich kümmere mich mal um die Kiste. Weil die Kiste würde ich ungern vergessen. Ist das eigentlich nur unterirdisch, das Projekt? Habe ich das richtig verstanden? Nee. Okay. Glaube nicht. Ich muss ja jetzt eigentlich nach oben gehen. Nee, es scheint nur unterirdisch. Oh, hier sind schon die. Hier ist doch ein Lehmblock, ne? Ja, das ist. Da, hier, dem Rot das war. Rot war doch ganz am Anfang noch, ne? Also da ist noch. Rot ist eigentlich, ich glaube schwarz war das Ende, ne? Ja. Also wir sollten, also ich glaube da hinten habe ich schon die Wand gesehen, die Endwand. Die habe ich da hinten glaube ich irgendwo schon gesehen. Du meinst, das ist wirklich nur hier in dieser Mine? Sieht so aus. Okay, dann erklärt warum es Bloody Cave heißt. Ja, wohl wahr. Ich hätte echt gedacht, das wäre auch überirdisch. Also in dem Infovideo war das zumindest so. Ja, das stimmt, das war wirklich oberirdisch auch. Okay, gut. Ich mache mal hier die ganzen Bäume weg, um so ein bisschen Saplings zu finden. Vielleicht kann man auch oberirdisch, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Ich glaube nämlich, wir gammeln uns jetzt erstmal hier. Wollen wir uns erstmal Werkzeuge hier machen? Ich glaube, das wäre am schlauesten, oder? Ja, ja. Ein bisschen Holz haben wir jetzt ja schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. So, du machst, denke ich, mal ein Crafting Table, ne? Genau, und ich mache auch gleich ein paar Sticks für mich mit. So. Der Crafting Table steht hier. Oh, schön! Ja! Die Grundprinzipien kennst du ja bestimmt. Ja, das kenne ich. Da so, Cobblestone.
Ich muss auch gerade gucken, wie ich das hier sinnvoll verwende. Ich glaube, ich mache mal als erstes schon mal ein Schwert. Ich glaube nicht, dass jetzt welche kommen. Also, ist keiner gejoint, ne? Nee, wir sind allein hier noch. Okay. Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe erstmal so eiskalt ein Schwert gemacht. Und ich bin ein Idiot. Warum? Was hast du gemacht? Guck mal. Warte, sofort. Okay, wo bist du? Ernsthaft? Ja, aber ich glaube, ich komme hier wieder. Doch, ich komme hier wieder raus. Ja, ist doch logisch. Musst du nur unter dir einen Block setzen. Ja, aber ich hatte keinen, also den ich verschwenden wollen würde. Ich habe einen Apfel. Hast du gesehen? Ja, habe ich aufgenommen. So, warte. Jetzt, wir finden bestimmt noch die magische Miesmuschel heute noch. Die magische Miesmuschel. So, ich habe auch gleich mal eine Spitzhacke gemacht. Also die ersten haben auch heute Nacht schon aufgenommen. Von den Gegnerteams. Ach ja, die Dingens haben wir ja alles in der Beschreibung, die Spielerliste. Und ich bin voll nervös. Ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, irgendwer kommt, obwohl gar keiner online ist. Ja, aber ich habe auch Angst, dass du zum Beispiel wieder säufst. Ja, wenn du solche Experimente da machst mit deinen Blöcken. Aber man darf eigentlich diese Lehmblöcke abbauen, die kann man, glaube ich. Ja, man darf den obersten abbauen. Hier, stimmt, hier ist World Border. Ich habe schon gesehen, du hattest recht. Ja. Da ist schon die Grenze, ne? Ja. Oh, oh, oh. Das heißt, wir müssen uns jetzt in die Richtung hier graben, also weiter nach vorne am besten, so Richtung Mitte einfach. Der Kompass zeigt auch, glaube ich, Richtung Mitte, ne? Ja, genau. World Border Größe 461 steht hier gerade. Ja, steht immer ab und zu da, genau. Okay, wir sollten aber schon mal versuchen, irgendwie möglichst schnell auch Sachen zu farmen. Und ja, genau, weil das funktioniert hier so, dass wir ein... Wir haben hier... Warte, ich wähle mal kurz den 9. Block aus. Ja, hier, guck mal hier. Dann treffen wir uns alle und hauen uns auf den Schädel. Ich habe Wombo gespawnt, ne? Guck mal. Was hast du, Wombo gespawnt? Wombo hier ist der Villager. Genau, wir es gibt keine Diamanten und keine. Genau, wir müssen kein alles, Gold. Wir müssen uns alles erfarmen. Erfarmen sozusagen. Also mit Kleinzeug erfarmen. Ich würde auch sagen, wir können uns ja hier sogar auch eine Farm hinmachen jetzt. Also, wir sind ja jetzt hier. Okay, wir müssen das aber. Sollen wir uns nicht mal gucken, dass wir vielleicht schon mal Richtung Mitte irgendwie gehen? So ein bisschen? Okay, warte, wir können mit Cobblestone. Wir können mit Diorite. Keine Ahnung, was das ist. Granit. Andesit, was das alles ist, Gravel, Flint und so, damit können weißt wir Redstone ob man kaufen. Oder sowas finden kann? Ich glaube nicht, nein. Du rennst gerade genau Richtung World Border. Ja, tue ich auch. Aber ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir uns am Rand aufhalten würden. Ja, würde ich auch sagen, weil da kommen halt nicht so viele Leute dahin. Also auf jeden Fall können wir uns... Das ist voll schwierig, sich hier zurechtzufinden, finde ich. Also auf jeden Fall müssen wir uns durch diesen Shop hier irgendwie kämpfen. Wir können mit eigentlich fast allem, was wir haben, es gegen Redstone und Emeralds eintauschen. Und Redstone kannst du dann für Emeralds eintauschen. Okay. Und die haben einfach Steine, glaube ich, hochgesetzt hier. Das ist eigentlich auch die Welt, nur die haben halt einfach Steine hochgesetzt. Weißt du, was ich meine? Dass hier die Bäume einfach sozusagen eingegraben wurden. Ja, ne? Ich baue mich hier nach unten. Das heißt, da müssen wir natürlich jetzt uns nach unten graben. Also wir sollten uns eine Art Mine nach unten machen, weil unten wird es dann erst Kohle geben. Jetzt sind wir sozusagen noch oben, weißt du, was ich meine? Warte, ich kann mal kurz gucken, welche Höhe wir sind. Wir sind auf der Höhe... Oh, warte, ich muss jetzt mal durchblicken, wo das hier steht. Wo hast du denn die Crafting-Table gemacht? Achso, den habe ich gerade eingenommen. Weggenommen. Stell ihn nochmal auf. Warte. Weil ich dachte, wir graben jetzt. Ah, wo ist er? Da ist er. Nur noch einmal kurz für mich, danke. Nur für dich. Ja, nur für mich. Nur für mich. Oh, ich bin voll aufgeregt, ich will nicht sterben. Ich auch. Also, ich bin genau. Ja vorhin schon fast gestorben. Wir haben ja nur... Erstmal vor die Aufnahme schneiden. Wir haben ja nur zwei Leben pro Team. Alter. Und, ja, wir haben nur zwei Leben pro Team. Wenn die beide weg sind, dann sind wir raus aus dem Projekt. Dann sind wir endgültig weg. Dann seht ihr nichts mehr hier bei uns. Ja, unser Limit nichts. War eigentlich maximal 5 Folgen, weil weiter schaffen wir es eh nicht. Nein. Wie pessimistisch du bist. Ich bin mir absolut sicher, wir schaffen es weiter, hundertprozentig. Gab es eigentlich ein Limit, wie lange das hier allgemein werden soll? Ich glaube, ich gehe mal an die Oberfläche. 30 Tage war das, weil dann die Map so klein ist, dass wir uns auf jeden Fall treffen werden. Ja, auf 10 Blöcke oder so war das, glaube ich. Es geht in Etappen auf jeden Fall auch noch. Das haben wir auch noch nicht was gesagt. Was denn? Skribst du uns ja nach oben. Ja, ich will mal so gucken, ob es wirklich nach oben geht. Ich denke immer, 4 Tage ist eine Etappe, ne? Und dann darf man in den 4 Tagen... Nee, eine Etappe ist es 2 Tage. So war das. Okay, und dann darf man 60 Minuten aufnehmen? Ja, für 4 Tage. Jeden Tag eine Viertelstunde. Ach so, okay. Also er hat in der Videobeschreibung 2 Etappen gesagt, also 4 Tage. Sehr nice. Warum griffst du dich denn jetzt nach oben? Ach ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich suche unsere Koordinaten, aber es gibt ja gar keine Koordinaten. Du Vogel. Warum griffst du dich jetzt nach oben? Oben ist doch nichts. Ich will aber wissen, oben... Okay. Na gut, ich grab mal jetzt nach unten weiter. Du kannst ja nach oben weiter graben, wenn du meinst. Ich will wissen, ob man hier auch wirklich mal an die Oberfläche kann. Ob das eine Oberfläche hat hier. Ich glaube nicht. Also man sieht auch keine Namen durch die Wände. Das ist genial. Oh, das finde ich richtig geil. Wasser entdeckt. Ja, wir sind ja auch direkt am See. Ja, wohl. Oder an so einem Fluss. Also es ist wirklich nur diese Mine.
Sieht so aus. Das ist echt heftig. Das ist heftig, ja. Du hast es erfasst. Aber da gibt's ja auch mal irgendwie kein Wasser. So, jetzt haben wir kein Wasser. Muss halt nur aufpassen, dass das, wenn du gleich hier langläufst, dass du nicht irgendwie die Wände weggräbst. Oh. So, ja, ich mach eigentlich immer nur gerade nach unten. Ein bisschen Strip-Mining ist ja immer erlaubt. Ist ja immer gut, gern gesehen. Also es geht wirklich, also oben ist nichts. Ich bin aber jetzt, du siehst auch, dass hier Erde ist. Das heißt, wir graben uns jetzt erstmal durch die erste Schicht durch. Mehr oder weniger. Weißt du, was ich meine? Ja. Die halt sonst immer oben ist. Also an sich ist das wirklich sehr geil überlegt. Vor allem, weil du ja überhaupt gar keine Orientierungsmöglichkeit hast. Nee, hat man noch nicht. Aber wir müssen auch... Ich pflanze mal die Bäume neu, die wir haben, ne? Die wir geholt haben. Was ich auch nochmal an die sagen wollte, die jetzt hier zuschauen. Ich bitte euch, das Ganze hier fair zu betrachten. Also, das gilt für alle meine Zuschauer. Ich möchte nicht wissen, was Leute irgendwie haben. Oh, ich hab was gewonnen! Was Leute irgendwie haben oder was sie bekommen oder sonstiges. Oder wo sie sind. Behandelt es bitte fair, dieses Projekt, und verhaltet euch auch fair. Wir wollen hier ganz viel Spaß haben und wir wollen ein spannendes Projekt. Also unterlasst es am besten einfach irgendwas zu schreiben, wo andere sind oder was sie schon haben. Das interessiert uns gar nicht. Ich werde es im Kommentar auch einfach ignorieren. Ich werde da gar nicht erst drauf eingehen. Der eine animiert bestimmt seine Zuschauer noch, irgendwas zu sagen. Der Diskussionsmann von gestern. Nee, das gleiche gilt auch bei mir. Das hatte ich ja schon beim Let's Battle, dass die da ein bisschen sehr gespoilert haben. Okay, ich habe schon ganz viel Zeug gefunden. Wie sieht's mit dir aus, Kollege? Ich bin hier gerade am Bäume farmen und nebenbei pflanze ich die gleich neu, weil hier unten wachsen ja eigentlich nicht so viele Bäume. Und wir brauchen halt viel Holz, ne? Mhm. Bringt uns das eigentlich was, wenn man Eisen abfarmt? Ja, ne? Das können wir ja benutzen. Eisen ist gut. Eisen ist richtig gut, ja. Ich habe ganz viel Eisen und Kohle schon gefunden, Kollege. Na, wer ist hier produktiv, hä? Mir, weißt du, was mir auffällt? Ja. Ach ja, stimmt. Es ist ja ein Nachtsichtgerät, hat ja jeder von uns. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist, dass wir Fackeln brauchen, aber... Ach nee, warte, dann ist es ja theoretisch jetzt eigentlich dunkel, oder? Theoretisch vielleicht, ja. Müssen wir da nicht Fackeln setzen, damit die Bäume... Aber es ist dauerhell. Es ist dauerhell auf jeden Fall. Das habe ich gelesen, allerdings. Das, ja, weil das Problem ist ja, weil sonst die Bäume ja nicht wachsen. Ja, ist ja egal. Wir haben ja genug Holz hier. Schon. Ja, aber das ist schneller weg, als du denkst, glaub mir. Ja, okay. Ach, wir kriegen ja schon irgendwie. Dann mach ich mir erstmal so grob keinen Kopf drum. Oh, ich habe noch Gravel gefunden. Ey, wir dürfen uns jetzt aber nicht verlieren, ja? Also du musst schon, du weißt ja, wo ich mich runtergegraben habe. Ja, das ist ja nicht so kritisch. Also so groß ist unsere Höhle noch nicht. Hier ist schon der Endstein, glaube ich. Ich bin schon an diesem Ende jetzt angekommen. Das ist doch auch gut. Was passiert eigentlich, wenn dieses Ende jetzt plötzlich auf mich zukommen würde? Das wird nicht passieren. Ne? Er sagt das zwei Tage, also er sagt das eine Etappe vorher ab. An und dann haben wir zwei Tage, um uns aus der Critical Zone hier rauszuarbeiten. Critical Zone? Rauszuarbeiten? Ja, aber ich finde, das ist eigentlich zwei Tage sind in Ordnung. Ach, komm mal, hier. Ach, guck mal, du bist jetzt schon, du bist schon direkt unter mir. Guck mal nach unten. Nach oben. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Hier ist schon, glaube ich, dieser Endstein, glaube ich, jetzt vor mir. Oder ja, dann können wir uns da ja ziemlich gut aus... Das Ding ist, wir brauchen... Was ist denn das hier, was ich hier habe? Das ist doch dieses Endzeug, oder nicht? Wenn du es nicht abbauen kannst und es schwarz ist, dann ja. Es ist nicht schwarz, es ist grau. Aber ich glaube, das ist Gravel. Nein, es ist irgendwie was anderes. Guck mal, komm mal runter, ich kann das nicht zuordnen. Ich frag mich gerade, weil bei dem Händler kann man ja auch so Karotten und alles, was man anbauen möchte. Lass die Karotten und Kartoffeln nicht essen, lass die einpflanzen. Pflanzen, dass wir da noch mehr bekommen, ne? Ja. Ja, dann sollten wir das aber an anderer Stelle machen, nicht vielleicht hier so am Ende, weil das wäre halt ein bisschen dumm, eigentlich. Eigentlich. Weißt du, was ich meine? Wo bist du überhaupt? Ich bin oben noch und versuche die ganzen Bäume hier abzuholen. Kollege Döner, so warte ich mal. Hallo, ich habe ganz viel Zeug mitgebracht, wenn du willst. Ich mache uns mal eine Kiste. Ach nee, ich habe ja noch die Kiste hier aus dem Spawn. Guck mal, die stelle ich mal dahin. Yay! Ich guck mal, was du hier unten so hast. Ja, habe ich schon alles weggefarmt jetzt gerade. Ich habe schon 35 Kohle. Bam! Punch in your face. Und du bist so ein harter Ficker, ne? Ja, kannst mal sehen, wa? Ja, das ist dieses, das ist der, nee. Das ist dieser graue Stein, das ist etwas, was wir zum Handeln brauchen. Ah, okay. Und kannst du mir einen Gefallen tun, dich so runterbuddeln, dass man da auch ohne Blöcke wieder hinzusetzen hochkommt? Ich bin da gerade nicht mehr hochgekommen. Dass ich da gefarmt habe. Shame on you. Ich mach erstmal das Eisen ready, ne? Dass wir schon mal vielleicht ein bisschen Rüstung haben. Nice. Oder ein Eisenschwert. Ich mach uns eine Farme. Eine Farming Zone. Vielleicht kannst du die sogar dahin machen, wo jetzt das Wasser unten drunter ist. Theoretisch. Ja, ich mach mal das Glas hier weg. Ja. Oh, wir haben so viele Pläne. Ja, so viele schöne Pläne. Warte mal, wo wollten wir mal Cut machen? Nach 15 Minuten, ne, meine ich, war das. Ja, genau, damit wir vier Folgen haben.
Ja. Hast du die Zeit gestoppt, weil ich hab sie zu spät angefangen zu stoppen? Ich hab bei, wir sind jetzt bei 15 Minuten Aufnahme. Ja. Das heißt, wir müssten jetzt, also, wir haben ein bisschen später angefangen, eine Minute würde ich jetzt. Okay. Glaub, bevor wir nachher auf einmal schwarzen Bildschirm haben. Besser ist. Also das hier wird auf jeden Fall die Farming-Zone hier und dieser Block. Ich glaube, ich werde das wahrscheinlich eh noch nachbearbeiten irgendwie. Zumindest das Intro vorschneiden. Oder ich lasse das Intro einfach weg, YOLO. Das ist spannender. Oh Gott. Ja, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt die Folge, wir müssen die Folge jetzt wirklich mal zum Ende bringen, sonst haben wir nachher in der dritten Aufnahme, in der vierten Aufnahme auf einmal einen schwarzen Bildschirm. Ja, das ist wohl wahr. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind schon ganz aufgeregt und nervös und hoffen, dass wir genug Zeug zusammenbekommen, um hier zu überleben. Ich hoffe. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Jo. Tudelü. Bei Bloody Cave. Tschüss.